Ab geht's zum Metalhead, dem letzten Level hier in diesem Gebiet. Aber natürlich hat mich das erwischt, aber egal. Gut, mach deinen Elektroschieße, du Elektrofrieze. So, Bonusleben. Hühnchen Bock Bock. Metalhead. Wir haben die Welt bald wieder abgeschlossen. Das ist gut. 7200 Juwelen. Wir nähern uns zum Ende. Wir nähern uns zum Metalhead. Hier haben wir auch wieder die Bananenwerfer. Diesmal mit Metallrüstung. Und sie werden von den Großen rumgeschubst. Als Waffe benutzt. Aber das ist egal. So. Was einsammeln dauert halt immer am längsten. Ich will gar nicht wissen, wie schnell Speedrunner hier wirklich durchkommen. Ich glaube, ich in einer Stunde circa schafft man es als Speedrunner. So. Wow. Du Schlawiner. Gut, hier unten ist nix. Das ist nur Sumpf. Ausgezeichnet. Bam, bam. Bill. Da ist ein Huhn. Hallo Huhn. Ah, Junge. Ein paar gechillte Level werden mal wieder nicht schlecht. So schön chillig. Ah ja, da sind wieder die Kicker. Bam. Bam. Okay, da geht's zum Boss. Das ignoriere ich mal gekonnt. Starkes Huhn. Ciao. Gut. Wollen wir zu den da hinten? Ja, sieht aus, als wäre taff. Oh nein, doch nicht. Voll die Metal, Leute. Heavy Metal, wenn ihr mich fragt. So. Da unten. Habe ich den richtigen Platz gefunden? So, wir wollen nach da unten. Mist. Gut, ich habe es aber erreicht. So. Schön. So ein kleines Geheimnis in einer Welt. Mit einem Schlüssel. Wir haben noch keine verschlossene Truhe gesehen. Gut, dann kommt sie später. Das ist doch schön. So. Schlüsselino. Was ist da hinten? Oh. Da hat sich ein Lulatsch versteckt. Gut. Dann hätten wir hier auch alles. Kann ich ohne schlechtes Gewissen darüber fliegen? Ja, so, jetzt muss ich nur noch schaffen, dahin zu fliegen. Schaffe ich das? Yes. Noch ein Leben. Hier werde ich jetzt mal vollgestopft mit Leben. Und Hühnchen töten. Das gibt mir den extra Kick für den neuen Tag. Gut, die sind alle tot, dann kann ich jetzt gehen zum Boss. Metalhead, der ist einfach stabil. Sadiki. Dieser Roboter ist aufgeladen, um gegen dich zu kämpfen. Du kannst deine Stromversorgung unterbrechen, indem du die Magnetpole angreifst. Danke für den Hinweis. Gut. Aua. Ja. Im Grunde ist das der Bosskampf. Wir laufen hier so ein bisschen rum. Versuchen nicht von seinem Elektrogedöns getroffen zu werden. So. So. Da kommt wieder sein Elektrogedöns.
Bam. Wieder ein Elektrogedöns. Ah, er ist schon kaputt. Ausgezeichnet. So, hier ist ein Gegner geflogen. Wo sind ihre Juwelen? Ah, die müssen da oben liegen. Alles klar. Im Grunde ein einfacher Boss, wenn man es so sehen will. Lass dich nicht treffen von dem Wurfgeschossen, nicht vom Elektro treffen. Und lass dich einfach nicht treffen. So. Bam. 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 Ja. Bam. Boom. Und er hat nicht mal drei Phasen, sondern nur zwei. Und das war der Boss. Ich bin ein bisschen überfordert, aber sonst ist alles okay. Netter Boss. Nicht mal drei Phasen, ernsthaft. Das war der einfachste Boss in der Spielewelt. Geschichte. Neben Toasty. Obwohl Toasty dich noch verprügeln kann mit seinem Bein. Ah, da ist die Kiste. Gut. Okay, Kiste. Zeit für deinen Auftritt. So. Das ist ein schöner Wasserfall. Aber die Musik ist wieder mal schön. Wie immer. So, dann geht's hier hoch. Hier ist eine Veränderung, die mir aufgefallen ist. In der amerikanischen Version sind da drüben auf der Plattform auch noch Juwelen. In der deutschen Version nicht. Wahrscheinlich, weil die Kiddies, die deutschen Bürger ein bisschen zu dumm waren, um das dahin zu kommen. Ich weiß es doch nicht. Guckt mich nicht so an. Stell dir doch nur meine Dinge auf. Ernsthaft. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ah, da sind noch welche. Zack, 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 zack. Ernsthaft, 15 fehlen mir. Ernsthaft. Bist du dir im Klaren, Spyro, dass das nicht korrekt ist? So, nee, hier ist nix. Da oben ist auch nix. Gehen wir hier lang. Habe ich ja noch irgendwas? Nee. Super. War bestimmt von den Gegnern, die weggerollt sind, die ich nicht mehr gesehen habe. Bestimmt. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, sonst habe ich doch alles, oder? Aber irgendwas muss ich aber sehen haben, also. Ja, es führt kein Weg dran vorbei. Nö, hier nicht. Hier habe ich auch alles. Da habe ich alles. Ha. Nun gut. Nö. Alles ok hier. Hm. Genieß mir einen Moment der Schweigen. Des Schweigens, während ich gucke, was ich vergessen habe. Was habe ich vergessen? Was ist es? So. Danke, Spyro. Habe ich hier hinten was vergessen? Eigentlich ja nicht, ne? Ihr habt es ja selbst gesehen, ich habe alles eingesammelt. Das ist das Einzige, was ich nicht mag. Wenn ich irgendwas vergessen habe, findet man das irgendwie nie. Es waren bestimmt Gegner, die ich nicht umgebolzt habe, die von dem Roboter geworfen wurden. Nee. Es gibt nur einen Weg, wie ich es herausfinden kann. Erstmal hier rumgleiten. Sterben. Warum kann ich es durch Sterben herausfinden? Ich glaube, durch Sterben resetten sich einige Gegner wieder und... Genau, seht ihr das? Da oben hat sich einer resettet. Und die ich schon habe, sind gerade gestorben. Ist aber auch nur einer. Nee, der war's nicht. Waren da oben nur zwei Gegner? Ha. Ha. Ist jetzt ein bisschen doof, ne? Hm. Du, Spyro, du. Und ja, das könnte die längste Episode der Welt werden.
Aber ihr könntet ja schon abschalten, wenn ihr wollt. Denn viel Spannendes passiert hier nicht mehr, außer die Suche nach... nach den Juwelen. Nee, nix. Kann es sein, dass ich da hinten noch welche hab? Ah! Ha, ha, ha! Ho, 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 ho! Ah, ha, ha. Ha. Level geschafft. Danke. 10 Minuten, okay. Puh. Und ich habe schon gedacht. Oh nein, mein Gott. Habe ich doch diese Ecke übersehen. Sonst gucke ich mir auch immer alles an. Und damit war's mit MedLad.